Alkohol, Feind der Armen und Schwachen. In Deutschland macht er aus Heidekönigin Schmuckdesignerin. Hat gesagt, ups, Gott, jetzt habe ich das Glas umgekippt. In Russland aus Russen, selten dumme Russen. Und Afrikaner sehen mit Alkohol auch nicht besser aus. Mit dem Alkohol zerbricht unsere Fassade. Ihm machst du nichts vor. Die Droge zeigt schonungslos unser wahres Ich. Windhoek City an einem Freitagnachmittag. Die Sonne brennt, es sind 36 Grad. Was gibt's da Schöneres, als ein Bier zu trinken? Der Martin hat schon ein paar Intus. Der trinkt nämlich heute gegen einen Namibier. Wir wollen nämlich herausfinden, wer verträgt eigentlich mehr Alkohol? Schwarze oder Weiße? Um das herauszufinden, gibt's ein paar Aufgaben zu lösen. Wer die besser bewältigt, hat gewonnen. Das Ganze hört sich ein bisschen an wie Joko und Klaas, aber Quatsch. Die würden das niemals so schön inszeniert kriegen wie wir. Da sitze ich nun in dieser engen Bar in Afrika und mein Gegner sitzt in mir. Verdammt, ich habe eigentlich gar keinen Bock jetzt zu saufen. Jetzt trinken wir mal ein. Magdalena, ja? Oder wie man auch hier sagt. I forgot. Hau weg die Scheiße. Hau weg die Scheiße. Richtig. On the road again. Nach den ersten Schlücken schon beginne ich plötzlich Spaß am Spiel zu bekommen. Also schleudere ich erste billige Gags in die Kamera. Ja, hier ist alles größer in Afrika, die Bierflaschen und vieles andere auch. Ne, Pia? Eigentlich habe ich gar nichts zu verlieren. Mein Kontrahent ist schließlich ein Hemd. In wenigen Minuten wird der Spaß sowieso schon vorbei sein. Die Kameras laufen weiter. Aber dann beenden 110 Kilo mein schön getrunkenes Selbstbewusstsein. What? I want to challenge you. Also ist jetzt unfair, ne? Das wird aus einer, also wir haben gesagt, wir machen einen Wettkampf, ja, zwischen Pia und mir. Da war klar, dass ich der Gewinner bin, ja. Jetzt kommt plötzlich so eine Maschine und fordert mich heraus. Es ist aufstoßen. Was soll's, denke ich mir, wenn der Dicke will. Winner, winner, chicken dinner. I'm the winner. Yeah. You know, that looks German. Das war unfair, der hatte einen deutschen Bauch, einen deutschen Bierbauch. Drei weitere Bier später soll ich auf investigativen Journalisten machen. Fragen zu Alkoholproblemen in Namibia stellen. Ja. How do you feel? I feel drunk. Wir können jetzt auch kein ernsthaftes Interview mehr führen. Also, ich bin ja jetzt schon hackedicht. Leute, ganz kurz. Ich habe gehört, dass da gerade nur ein paar Touristen sich die Christuskirche angucken. Und ich würde mal sagen, ihr könntet die denen mal zeigen. You could show the tourists the Christuskirche. What would you say? What? The Christuskirche. The church. Oh, the church. The small one, you know? Oh, the big church there. Yeah, yeah. The small one in the city. Auf dem Weg zur Christuskirche werde ich mich ausruhen können, dachte ich. Aber die Werbeindustrie will uns nicht pausieren sehen. Sie animiert uns weiter zu trinken. Sie zwingt uns die bittersüße Peinlichkeit aufs Gesicht. So, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Touris anlabern. We have to talk to the German tourists.
is at the church. This is the church. Yeah. And if the church is here, the German tourists are not far away. Ein deutsches Sprichwort. Wenn die Kirche hier ist, ne, sind die deutschen Touristen nicht weit entfernt. Tja, hier draußen sind keine Touristen, ja? Da müssen wir reingehen. Wir müssen jetzt ein bisschen leiser sein, weil es ja Kirche, ne? Endlich drin in der Kirche ein Gleichgesinnter. Wir treffen einen, der so aussieht, als hätte er auch einen sitzen. Wir dachten, hier sind ein paar Touristen, ein paar deutsche Touristen. Wir hatten früher sehr viel mehr, so im Dezember. Ja. War die Kirche immer voll. Ja. Wo gingen jetzt mal zwei deutsche Touristen hier. Da waren zwei deutsche Touristen aus, die sagen, die kommen aus Finnland. Die Deutschen sagen, die kommen aus Finnland? Ja, die sprachen Deutsch, aber sie sagen, die kommen aus Finnland. Das ist ja die letzte Sauerei. Ist auch ein beeindruckendes, monumentales Gebäude, was wir hier haben. Wie lange sitzen Sie hier schon? Ich bin hier geboren. Ich war wohl öfters in Deutschland. Ah. Meine Vorfahren kommen aus Meppen, aus dem Emsland. Ach, Meppen. Das Emsland. Das ist meine zweite Heimat. Ja. Immer wenn ich nach Deutschland fahre, fahre ich erst zum Emsland. Ja. Meppen, Metropole fürs Sein, fürs Leben. Meppen ist eine schöne Gegend. Also die Gegend ist, lässt viel an Südwest denken. Was? Viel an Südwestafrika, also an Namibia, wie es jetzt heißt. Ach so, also viel erinnert in Meppen an unser Land hier. Ah, okay. Zum Beispiel, ich wollte mir einen Angelschein kaufen. Ja. Da sagten sie, bist du verrückt? Hier wird ohne, in der Ems wird ohne Angelschein geangelt. Ja. Überall da schon Dohn, wo auf mein welches kleine Kaff, da muss ich einen Angelschein haben, in Meppen nicht. Wie in Namibia, ne? Könnte man sagen, Namibia ist ein Kaff, ne? Ja, schon. Ja. Yo, Martin, I got a new challenge. What is a new challenge? Eating mopane worms. Eating mopane worms? Yeah. These are mopane worms? Yeah, but these ones are raw. I don't eat raw mopane worms. It doesn't matter. I will eat it. Let's start the competition. The littlest worm. The littlest worm I ever saw. Boah, schmeckt das scheiße. My soda straw. Eat it. But, so it's not a competition, you know? Not raw. Yeah, the problem is that I eat these worms. You don't. And didn't drink so many beers like me. I'm afraid I'll slip. If I was you, I would drink beer right now. That's what I would do. That's a good idea. That's a good idea. Yeah. Let's do it. Yeah, you know, the TV show, the most popular TV show of the world? You don't know. Martin. No, it's Joko and Klaas. Und mir ist gerade ein bisschen zu viel Joko und Klaas. Right through my lips. Before they cook it, they need to clean out the yellow stuff. The yellow stuff is the shit. Jetzt laber nicht so eine Scheiße. No, this guy just ate the shit. Drei shit. Drei Mopane shit. This guy is hard. Darf man nicht. Dann lass mal schnell ins Auto, ey. Mir reicht's, das Spiel dauert mir zu lang. Ich muss ein für alle Mal klar machen, wer Herr des Alkohols ist. Und für diese Entscheidung kann es nur eine Herausforderung geben. Ja, mir wird das hier alles ein bisschen zu bunt. Also wir machen jetzt hier ein endgültiges Final. Wir suchen jetzt aus, wer hier der Gewinner ist. Ja? Und deswegen dachte ich, was gibt's Besseres als zu schwimmen? Deswegen sind wir hier an irgendeinem Swimmingpool und wir gehen gleich schwimmen. Ja? Ende aus. In Africa we don't swim. There's a saying that says there's a crocodile in the water. Ein Krokodil. Ein Krokodil, ja, wenn ein Krokodil drin wäre. Ich bin der Gewinner! Gewinner! Winner! I told you there was a crocodile in the water. Da liege ich nun im Wasser, angezogen. Die Kleidung an meinem nassen Körper soll mich schützen. Was ich von innen entblößt habe, versuche ich nach außen zu verstecken. Aber egal ob schwarz, weiß
oder gelb. Im Rausch sind wir nicht mehr wir selbst. Ein weiser Mann sagte mal, wenn der Geist aus der Flasche ist, bleibt der Alkohol drin. Und wenn wir versuchen, unsere Taten zu vergessen, bleiben sie peinlich. Selten peinliche Nummer. Und der Martin wird noch nicht mal rot. Das Ganze können Sie natürlich zu Hause mal nachmachen. Sie brauchen dann halt irgendwoher einen Afrikaner. Ja.